Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge sind wir einige Rennen mit dem Carrera GT gefahren und haben festgestellt, dass der geisteskrank gut ist. Jetzt fahren wir dieses ebenfalls geisteskrank lange Mautstellenrennen. Ja, das Einzige, was mir bei dem nicht gefällt, ist, dass der perfekte Start ein bisschen schwierig ist. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Weil, ja, der Rest des Rennen, der Rest von diesem Auto ist so krass gut, dass der Start kaum eine Rolle spielt. Wieso hatte ich jetzt die Warnung, dass ich in die falsche Richtung fahre? Das stimmt ja gar nicht. Kann aber sein, dass wir das Rennen neu starten müssen, weil wir hatten kaum Zeitvorsprung. Obwohl, doch nicht. Es geht noch. Ah. Gerade so. Wenn jetzt nach jeder Mautstelle irgendwas passiert, dann wird das die ganze Zeit ein Nervenkitzel. Aber ist ja auch okay. Toll. Hat er mir zweimal den Weg versperrt? Egal. Das sieht jetzt schon besser aus. Aber wir haben wieder ein paar Sekunden aufgeholt. Wenn wir das jetzt nochmal machen können, dann wären wir beim nächsten Kontrollpunkt aus der 10-Sekunden-Zone raus. Und dann wird es ein bisschen entspannter. Sag ich doch. Raus aus der 10-Sekunden-Zone. Und jetzt haben wir so langsam wieder ein bisschen Puffer. Und da können wir uns auch mal wieder einen Fehler erlauben. Das ist dann nicht so dramatisch. Die Hälfte des Rennens geschafft. So in etwa. Die Stelle hier kennen wir noch vom Anfang, das ist, wo uns der
BMW verreckt ist. Jetzt haben wir schon über 30 Sekunden aufgebaut als Puffer. Jetzt ist es sehr entspannt. Ja, sowas sollte natürlich trotzdem nicht passieren. Aber was soll's. Das lasse ich gerade wieder ein bisschen zu viel schleifen. Haben trotzdem Zeit aufgebaut. Aber es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es mal ein Mautstellenrennen gäbe, bei dem man für die letzte Mautstelle gar keinen Zeitbonus bekommt, sondern mit dem dann klarkommen muss, was man von vorher noch hatte. Dieses Rennen hier gehört offensichtlich nicht dazu. Oder dieses Rennen ist offensichtlich nicht so eins, so rum. Über eine Minute Vorsprung am Ende, sehr stark. Hat aber trotzdem 8 Minuten gedauert, dieses Rennen. Und jetzt gibt's nur noch Rennen mit maximalem Kopfrisiko, also fangen wir mit dem Sprintrennen an. Ja, ein perfekter Start in der zweiten Reihe nützt einem natürlich nichts, wenn man dann einfach gegen das Auto vor einem fährt und wieder abgebremst wird.
Ja, der Evo da, der macht ganz schön Stress. Was ist denn das für ein Gambi? Hab ich das als Dings? Nee, gell? Nee, hab ich nicht als Button, schade. Ist auch kein Kombi, aber ist egal. Das war gar nicht gut. Weil wir haben kein Nitro. Wir sind aber trotzdem noch Erster. Da sind Cops. Hallo. Unterwegs. 6%, komm schon. Porsche, du schaffst es. Ja! Sehr gut. Was tatsächlich auch sehr gut ist, ist die Tatsache, dass wir hier gerade auf dem Weg zum Kreisverkehr sind. Den wir anscheinend gar nicht brauchen, weil wir die Cops schon vorher abhängen. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden am Forschungszentrum vorbei. Ihr habt grünes Licht. Okay. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Aber ich würde sagen, wir springen mal eben zum Unterschlupf. Obwohl, wieso eigentlich? Wir können ja hier auch in die Meilensteine gucken, weil das interessiert mich nämlich mal. Wir sollen hier 241, 225 und 320 und dann 13-minütige Verfolgungsjagd. Aha. Ein weniger 2 Minuten, das haben wir gerade erreicht. Sehr gut. Erziele in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 850.000. Haben wir auch schon mal geschafft. Aber in einer Verfolgung 35 Polizeiwagen und Flüchte. Das haben wir bestimmt auch schon gehabt. In der letzten vermutlich. Die letzte war ja auch schon 13 Minuten oder 14. Also ich denke, das sollte alles machbar sein. Gesamtkopfgeld brauchen wir 10 Millionen. Wir haben 9,5. Ist jetzt tatsächlich auch gar nicht so wild. Also wir müssen eigentlich nur noch 4 Meilensteine erreichen. Das heißt, die 3 hier und dann noch eine von denen. Einen von denen. Und dann hätten wir es eigentlich schon. Gut, Polizei jetzt hier gar nicht mal so schwierig, glaube ich. So, jetzt machen wir Radarfalle oder machen wir Mautstelle? Mautstelle lang. Radarfalle nicht kurz, aber passt schon. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Mautstelle an. Ja, komm. Fangen wir mit der Mautstelle an. Ach Mist, ich wollte eigentlich nochmal nach Tattoos gucken für das Auto. Kannst du bitte weggehen?
9 Mautstellen. Die erste ist anscheinend ziemlich weit weg. Ah, da vorne ist sie. Keine Ahnung, wo der Kopf war. Anscheinend hier. Krass, wie man die Cops auf einmal, also zumindest die von den ersten Stufen einfach abhängt. Also wie schnell man den einfach wegfährt. Also, wenn ihr euch so bereitwillig vor mich werft, was soll ich da machen? Habt ihr euch von vorne genähert, weil ich mich euch von hinten genähert habe, aber gut. Kurz 6 verloren. Er kann nicht weit sein. Habt ihr mich verstanden? An alle
Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung durch den Camden Tunnel. Wir sperren den Stadtteil ab. Aktuelle Infos folgen. Zentrale, hier ist Bravo 28. Ich habe zwei weitere Einheiten bei mir. Wir brauchen voraussichtlich 3 Minuten für die Sperrung. Zentrale, hier ist Sierra 1. Ein Verdächtiger wollte die Straßensperre umgehen. Wir verfolgen ihn mit Code 3. Zentrale, der Verdächtige ist 21032, aber nicht unser Code 6. Wir halten ihn jetzt an. Ja, nice. Machen wir einmal eine kurze Versteckflucht. 0 Sekunden Verfolgungsjagd. Stabil. Eigentlich wahrscheinlich auch 0 Kopfgeld, weil ja, auch keine Schäden angerichtet. Gar nichts passiert. Ah doch, Sachschaden 14.700. Stark. Nicht. Gut. Dann haben wir nur noch ein Rennen zu fahren und das ist dieses Radarfallenrennen hier. Aber ich glaube, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Tattoos. Ich spring mal zum Unterschlupf. Und dann mache ich freie Fahrt fortsetzen. So, Vinyls. Ich hätte gerne was Karosseriemäßiges. Das ist ja, glaube ich, das, was wir auf dem RX-8 drauf haben. Ja, sowas finde ich interessant. 9. Karosserie 9 können wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Das finde ich alles ein bisschen too much. Also es wäre das hier. Das kann man sich überlegen. Was haben wir hier bei einzigartig? Okay, das ist mir egal. Wettbewerbssieger. Aber das sind auch nur solche. Und vor Karosserie, Flaggen. Nee, okay, ja, dann gehen wir mal auf ja, Karosserie 9, das. Und das hätte ich dann aber gerne schwarz. Rot hat auch was. Ich kann überlegen, ob wir das vielleicht in Grau machen, aber den Grauton, den wir drauf haben, den treffen wir nicht. Also hier so ein dunkles Rot finde ich auf jeden Fall interessant. So, das ist so ein ganz leichtes Rot. Es hätte was, aber da müssen wir die Felgen wieder dunkel machen. Ich glaube, das mache ich. Und dann Felgenfarbe. Glänzend, matt. Ich glaube, so ein bisschen glänzend ist gut. Scheibenfolien habe ich vergessen übrigens. Nee.
Also Perlrot wäre auf jeden Fall... Ja, gefällt mir auch besser als das Schwarz. Das Schwarz wirkt irgendwie so, als wäre gar nichts da. Machen wir Rot. So. Mal ein bisschen die Optik verändert. Falsch. Und dann fahren wir jetzt noch das letzte Rennen hier. Ein Radarfallenrennen. Das gewinnen. Ja, doch, wir haben schon wieder so enorm viel Vorsprung. Also streckenmäßig enorm viel Vorsprung. Tempo 80, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Das war schlecht. Aber der Streckenvorsprung ist so gigantisch schon. Eigentlich spielen die Radarfallen gar keine Rolle mehr. Also, natürlich spielen sie noch eine Rolle, aber... Wie viel Vorsprung hatten wir jetzt am Ende? 200 km/h. Aber guckt euch mal das an. 288, 356, 332, 340, ja, die haben wir auch sehr schnell gekriegt. 222, 204... Ja, doch, wir waren eigentlich bei den meisten schneller. Außer bei der. Bei der. Am Ende. Und was mich auch wundert ist, es waren gar keine Cops da. Aber soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir springen mal zum Unterschlupf. Dann gucken wir nochmal rein. Aber ich glaube, wir haben alle Rennen gewonnen. Ja, wir haben alle Rennen gewonnen. Sehr gut. Ziel sind 9, wir haben jetzt 11. Erreichte Meilensteine müssen wir noch. Und Gesamtkopfgeld müssen wir auch noch ein bisschen machen. Das kommt dann in der nächsten Folge. Da fangen wir dann einfach mit den Radarfallen hier an. Und dann gibt es noch ein bisschen Kreisverkehr-Action und dann... bleibt eigentlich nur noch Razer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem schreibt wie immer gerne Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.